Ihr Lieben, ganz herzlich willkommen. Hier ist die Susanne und die Wundervolle. Sabrina, hallo, guten Morgen. Ach, wie schön. Also ich bin so, so, so glücklich und so delighted, dass die Sabrina wirklich, oh Mann, ey, Sabrina, ich feiere die Sabrina einfach immer total. Sie ist einfach nicht nur eine fantastische Frau, Mutter, Freundin, sie ist auch eine unfassbare Ölewissende und sie ist eine unfassbare Energetikerin mit, wo ich einfach auch schon so viel gelernt habe, Routen bei der Sabrina gelernt. Ich habe viel, viel tiefes energetisches Wissen bei der Sabrina, bin selbst auch bei ihr in Behandlung immer mal wieder. Also Sabrina, dein Wissen, dein energetische Arbeit ist so toll und ich bin so glücklich, dass wir das zusammen machen. Und Sabrina hat mich schon immer beeindruckt durch ihr tiefes Wissen, durch ihr tiefes Innenweltwissen, durch ihr tiefes Human Design Wissen, einfach uns besser zu verstehen. Deshalb, Sabrina, einfach nur danke, dass du Oh mein Gott, das ist jetzt so viel. da bist. Für mein Herz gerade. Vielen, vielen, vielen Dank. Tatsächlich an der Stelle auch. Bist du ja eine der Entdeckerinnen, die mich auch so entdeckt hat vor 5 Jahren? Also ich habe tatsächlich 5-jähriges Öle-Jubiläum bei Young Living jetzt. Ja. Ich bin Du jetzt bist 5 Jahre Refahrerin. Ich wusste durchgehend gar nicht. im ALS dabei. Prost. Genau, meine Reise hat hier vor 5 Jahren gestartet und somit generell meine Reise auch zu mir selbst. Und die Susanne hat von mir persönlich immer so den Sunny-Spitznamen. Also ich versuche mir so ein bisschen abzugewöhnen, aber es ist gar nicht so einfach. Ja, das kannst du auch sagen. Tatsächlich hat die Sunny damals Sachen zu mir gesagt, die ich total gar nicht verstanden habe und war wirklich so, okay, wie crazy ist denn die drauf? Aber die hat was Cooles, die zieht mich an. Da zieht mich was in ihren Bann und irgendwie finde ich es cool und fühle mich wohl in ihrer Nähe, in ihrer Umgebung. Und so, ja, hat unsere gemeinsame Reise mit ganz intensiven Öleabenden und vielen Ölenabenden gestartet. Und auch die Nina ist eine von denjenigen, die ich von Anfang an kenne, die von Anfang an dabei ist. Und es ist immer wieder schön, zum einen die alten Gesichter zu sehen und aber auch neue, viele neue Gesichter. Und ich finde es so wunderbar, wenn wir uns miteinander, untereinander vernetzen und voneinander und miteinander lernen und gemeinsam eben auch wachsen können. Und jetzt war endlich ja der Zeitrahmen da, dass wir jetzt gemeinsam ein Projekt rausbringen. Das war jetzt, hat jetzt echt richtig gut gepasst. Ja, das ist richtig schön. Und wir haben was ganz, ganz Besonderes für euch, für unsere gemeinsame Reise. Und zwar mit dem wundervollen Divine Destiny Set. Das ist so ein unfassbares Set. Und jeder, der das noch nicht hat, bitte auf jeden Fall auf die Wunschliste. Und wir werden euch erklären heute, warum. Und ich werde euch jetzt erstmal ein bisschen was erzählen über die Öle und dann erzählt die Sabrina über das, was wir mit euch vorhaben. Und wenn ihr bereit seid für uns. Genau, also das Set, ihr Lieben, ist so, wie gesagt, so unfassbar liebevoll. Auch wenn ihr das aufmacht, dann bekommt ihr eine goldene Broschüre dazu mit diesem wunderschönen Set. Also das ist alleine eine Augenweide. Dieses Set zu haben. Und man spürt gleich diese Ölemischung. Und zwar besteht das Set aus drei Ölemischungen. Das ist zum einen Daily Divine, I am Blessed und I am Creative. Also ich bin ne, die tägliche, ja, Divine heißt ja sowas wie göttliche. Die tägliche Göttlichkeit sozusagen. Denn I am blessed, ich bin gesegnet. Das ist ja total schön. Früher war das total normal, dass man gesagt hat, na, Gott segne dich oder na, ich segne dich oder dass wir uns selber auch gesegnet haben. Heute hat das so einen komischen Touch für viele Menschen, wenn man sagt, ich segne dich. Ja, aber das gibt ja nichts Schöneres als jemand
segensreiche Wünsche zu schenken. Und oft kommt es leider nur bei der älteren Generation vor. Ich habe jetzt bei meiner Raindrop-Tour in Österreich die Mathilde kennengelernt. Eine, ich weiß gar nicht, wie alt die Mathilde ist, aber auf jeden Fall schon älteres Semester. Eine richtig coole alte Dame. Und also, ne, alt im Verhältnis. Und die schreibt mir immer Nachrichten, ne, und segnet mich so am Ende. Und das tut so gut. Ne? Segensvolle Wünsche, liebe Susanne. Und das ist einfach so schön. Und sich selber zu segnen, ihr Lieben, es gibt nichts Kraftvolles, als sich selber zu segnen, die Menschen in seinem Umfeld zu segnen, sein Leben zu segnen, alles, sein Business zu segnen, alles zu segnen. Also das ist richtig Gänsehaut. Das ist so stark. Und I'm creative, ja, ich bin kreativ, ich bin die Schöpfung, die Schöpferkraft, einfach zu schöpfen aus seinem, ja, aus seinem ganzen Potenzial sozusagen. Ne? Und diese ätherische Ölemischung, die wurden entwickelt, dass du praktisch dein spirituelles Bewusstsein schärfen kannst, dein inneres Selbst stärken kannst, dass du alles, was dich ablenkt von deinem höchsten Potenzial, also Worte, Programmierungen, alles, was dir nicht gut tut, dass du das ausblenden kannst und dein höheres Selbst, deine höhere Wahrheit erkennen kannst. Und das ist wirklich sehr kraftvoll. Dieses Set ist total krass. Und jeder, der so ein bisschen so sich mit Young Living auskennt, der weiß, dass Gary das oft einfach gemacht hat, dass die Öle in Schichten übereinander aufgetragen werden. Wir ja auch die Raindrop in Schichten, eins nach dem anderen. Und so auch dieses Set, ein Öl nach dem anderen in Schichten aufgetragen. Also das ist so ein bisschen, ja, Young Living beschreibt es auch so ein bisschen, dass so wie die Noten eines Klaviers, dass wenn sie so kombiniert werden, zusammen dann einen harmonischen Akkord ergeben. Ja, also das ist so ganz spannend, dass die Kombination dadurch, die Schritte nacheinander aufzutragen, da erst dadurch sozusagen die volle Entfaltung sozusagen bringt. Genau, also hier geht es darum, was willst du in deinem Leben erreichen, dein inneres Selbst zu stärken, dein eigenes Schicksal, die Verantwortung für dein Leben in die Hand zu nehmen. Das dabei hilft dir einfach. Dieses Set, es geht darum, inneren Frieden zu finden, so ein bisschen in die Reflexion zu gehen von deinem Leben und das neu auszurichten auf eine positive Art und Weise. Ich erzähle dir jetzt erstmal von den einzelnen Ölen. Und zwar haben wir hier Daily Divine. Ja? Das ist die Grundlage der Divine Destiny Collection. Da haben wir Öle drin wie White Fir, also die weiße Tanne, die Schwarzfichte, Sandelholz, Palo Santo, Vetiver, Manuka, Jasmin. Oh, herrlich. Und diese Öle, die schaffen dir erstmal den Raum, also die öffnen dir den Raum, dass du erstmal in die Kontemplation gehen kannst und dein Geist und dein Herz aufmachst für Veränderung. Weil wenn du das nicht aufmachst und das Feld nicht aufmachst, dann kann auch nichts zu dir kommen. Deshalb tragen wir in der ersten Woche die tägliche Göttlichkeit sozusagen in der ersten Woche auf. Wir machen Divine Destiny in 3 Wochen. In der ersten Woche nur dieses Öl. Also du trägst dir das praktisch örtlich auf. Empfohlen ist, dass du dir das aufträgst, wo es dich ruft. Weil nur du kennst die Wahrheit, nur du kennst die richtige Stelle für dieses Öl. Empfohlen, wenn dir überhaupt nichts einfällt, kannst du, mögliche Anwendungsgebiete dafür sind der Scheitel, die Schläfen, die Stirn, der Nacken, der Kehlkopf, die Brustmitte, die Ohren und die Handgelenke. Wenn du dieses Öl 2-mal täglich aufträgst in dieser ersten Woche, dann wirst du automatisch, machst du das Feld auf, wirst verbunden mit Gaia, jeder, der sich schon auskennt mit Gaia, Mutter Erde, und lässt dich praktisch, wirst geöffnet für das höhere Bewusstsein. Also ein hochspirituelles, super, ja,
Die war ein Destiny, eine göttliche Bestimmung sozusagen. Damit öffnest du das Feld. Dann kommt mein persönliches Lieblingsöl aus der Kollektion. Aber du weißt ja, die sind wie die Tasten eines Klavieres. Zusammen ergibt es erst die Symphonie. I am blessed. Wie gesagt, was gibt es Schöneres als zu segnen, segensreich zu sein? Segne dein Gegenüber, deinen Partner, deine Kinder, dein Business, dein Umfeld. Segne einfach alles. Das ist so schön und so kraftvoll, so in diese Schwingung des Segens. Das hat für mich, man sagt ja immer, die höchste Schwingung und heilsame Schwingung ist die Schwingung von Dankbarkeit. Ich würde sagen, die von Segen ist mindestens genauso hoch. Also es ist einfach wunderschön. Genau. Oh, I am blessed. Ich bin gesegnet. Oh Gott, da kommen mir wirklich, also unfassbar, also kommen mir echt direkt die Tränen in die Augen. Dieses Öl ist unfassbar. Und da ist Geranie drin, Jasmin, Goldrute, Valor, Pinie und Palo Santo. Und dieses Öl schafft dir wirklich den Raum, dein Bewusstsein zu erweitern, deine Gedanken zu transformieren und das Gefühl, endlich, weil uns Frauen geht es ja so ab, dass wir uns gut genug fühlen und dass wir gut genug sind. Und das gibt uns das Gefühl, gut genug zu sein, würdevoll zu sein. Einfach, dass alles gut ist in diesem jetzigen Moment. Und durch dieses Gefühl kannst du deine Gaben anerkennen, deine Talente anerkennen, das, was du der Welt zu geben hast. Und in Woche 2 benutzen wir erst das Daily Divine und dann in der zweiten Schicht danach das I am blessed. Ja? Das ist total wunderschön, das in Schichten aufzutragen. Und wenn du jetzt dieses I am blessed aufträgst auf die gleichen Stellen wie vorher das Daily Divine und morgens und abends das wiederholst, dann kannst du in dieser Zeit, wo du das I am blessed dann aufträgst, kannst du dich auf deine Träume und auf deine Wünsche konzentrieren. Und die kannst du ruhig laut aussprechen und dazu stehen, deine Ziele regelrecht umarmen. Ja? Und wenn du diese zwei Mischungen nacheinander aufregst, dann merkst du richtig, wie auf einmal so ein ganzes, eine Ganzheit entsteht, so ein harmonisches Gleichgewicht von allem, was ist. Und in der Woche 3 kommt I am kreativ. Und diese Ölmischung besteht aus Grapefruit, Mandarine, Bergamott, Helichrysum, also die Strohblume, Zitronengras, Eukalyptus radiata, Wacholder, Zypresse und Hinoki. Um einen Raum jetzt zu erschaffen, wo du diese ganze Energie deiner Kreativität in Bewegung setzen kannst, dass du endlich losgehen kannst, dass wirklich deine Bestimmung jetzt zur Realität werden kann. Und das ist einfach dein Start sozusagen in ein neues Leben. Und es ist so kraftvoll, wenn du dieses Öl jetzt als dritte Schicht hinter, also auf die anderen beiden vorher, praktisch in der dritten Woche, nimmst du Daily Divine, I am blessed und darüber dann I am creative. Und wenn du das machst und dich auf deine Träume und Wünsche konzentrierst und manifestierst, kannst du durch diese drei Öle zusammen das erschaffen, was du dir vorher sozusagen, wofür du das Feld aufgemacht hast. Und dann können Dinge tatsächlich wahr werden, von denen du noch nicht mal zu hoffen gewagt hast oder zu träumen gewagt hast, weil die so groß waren. Also dann gehen wirklich die Türen auf. Und das ist eine so magische Reise und da die so kraftvoll ist und so intensiv und so schön ist, wie gesagt, diese Kollektion ist einfach magisch. Und wir haben gedacht, wir können diesen magischen Prozess noch magischer machen
Und ja, da kommen wir ins Spiel. Und darüber erzählt euch jetzt die liebe Sabrina, was wir mit euch vorhaben. Wenn ihr sagt, ja, das Set ist total schön, aber auch, komm, lasst uns das gemeinsam machen, lasst uns da zusammen was draus zaubern. Ja, also wie ihr jetzt alle schon erfahren habt, ist mega viel Schwingung und Kraft in diesem Set. Ganz viel aus einer bestimmten Quelle und eine sehr, sehr hohe Energie. Ich vermute mal, dass die ein oder andere damit auch schon in Resonanz geht. Und ich durfte dieses Set vor längerer Zeit schon aus den USA kennenlernen. Und das war so meine erste Begegnung mit Divine Destiny und mein Team. Wir haben Sammelbestellungen gemacht aus den USA und mein Team hat es fleißig mit angewendet. Und es war tatsächlich sehr kraftvoll. Ich habe es in meinen Coachings immer wieder drin, sehr gezielt und dosiert, weil es sehr, sehr kraftvoll ist. Und wir haben uns jetzt überlegt, die Idee haben wir schon länger. Und jetzt war es einfach dran. Wie können wir euch in diesem Prozess mitnehmen? Wo können wir euch abholen? Wie können wir euch auch ganz gut betreuen, sodass ihr dennoch die Freiheiten für euch selbst habt, euch darin zu entfalten und euch euren Themen zu stellen und wir den Raum für euch halten und eine Gemeinschaft gründen können, um da zusammen diese 3 Wochen durchzugehen, ohne euch zu überlagern oder zu limitieren. Und da kam dann die Idee, okay, wir kreieren etwas Schönes. Und wer das Kartendeck da hinten kennt, weiß vielleicht, wie ich gerne schöpfe und kreiere, nämlich aus der Quelle. Und so ist auch dieser Kurs entstanden. Das ist kein Kurs, wo ich jetzt irgendwo recherchiert habe und die Öle recherchiert habe und geguckt habe, sondern es ist ein gechannelter Kurs. Ja, also es ist einfach empfangen. Und ich liebe, was ich tue. Das ist nämlich das intuitive Coaching, verbinden mit dem Human Design, mit den ätherischen Ölen und mit dem Wissen aus der Innenweltreisen, aus dem Innenweltcoach. Auch hier wissen, glaube ich, ganz viele, wo ich meine Ausbildung hier gemacht habe. Und das alles zusammen mit dem, was ich bin und der Reiki-Energie, das ergibt dieser Kurs in der Zusammenarbeit mit der lieben Sunny. Und das ist so schön, weil unser gemeinsamer Mentor auch der Aditya ist, ja, also bei dem ich auch ganz, ganz viel Wissen für mich rausziehen durfte. Wir als Familie viel Wissen rausgenommen haben und auch viel umgesetzt haben. Einer der Mentoren meines Mannes, also wir sind eine ölige Familie und dieses Wissen fließt natürlich alles damit ein. Wichtig ist mir, dass ihr einfach wisst, der Raum ist offen, es gibt einen Fahrplan. Und was ich euch in meinem Part näher zeigen werde, ist einfach, wie ihr die Öle für euch anwenden könnt. Wir starten in der ersten Woche mit Daily Divine. Und zu Daily Divine habe ich so ein bisschen die Lenormand-Karten gezogen mit einer Intention darin, die wir euch weitergeben dürfen. Und hier geht es einfach, dass du das göttliche Wesen dich einfach wieder siehst, dass du dich als Person siehst, als Frau. Wo stehst du gerade im Leben? Was ist gerade bei dir los? Welches Thema ist gerade dran? Ja, also auch, dass du dich vielleicht auch eher dem stellst, was es nicht so glanzvoll gerade in deinem Leben ist. Wir haben es als düstere, dunkle Zeit bezeichnet, was aber auch eben der Jahreszeit ein bisschen geschuldet ist, weil wir eben ja jetzt in diese düstere Zeit gehen, in diese Rückkehr, in diese Innenschau und da zurückgezogen und da einfach auch schauen, was ist jetzt dran. Ja, wenn wir jetzt in unserem weiblichen Zyklus gehen und da im Herbst, Winter sind, sind wir auch zurückgekehrt und gucken, was jetzt dran ist, ja, und da unserem Gefühl zu folgen. Und da werde ich euch begleiten, eben mit dem Wissen, was ich habe. Es wird ein bisschen was aus Human Design einfließen, was eurer eigenen Wahrheit entsprechen darf. Es wird ein bisschen etwas aus der Innenwelt einfließen und aus der Ölemagie, die wir alle anwenden. Und ihr bekommt Möglichkeiten, Impulse, Inspiration mit an die Hand, wie ihr Daily Divine anwenden könnt. Wichtig ist, in dem Kurs, wenn wir zusammen live sind, stoßen wir euren Prozess an. Also ihr werdet da auch in die Selbstreflexion gehen. Wir werden jede für sich das Thema herausfinden, was jetzt gerade dran ist, wo es jetzt der richtige Zeitpunkt eben ist, wo jetzt quasi Licht ins Dunkle auch gebracht werden darf. Und sowas darf sich natürlich setzen und sowas geht über einen Zeitraum. Und das ist eine Möglichkeit, die ihr immer wieder und immer wieder auch für euch anwenden könnt. Ganz wichtig, dass das nicht ein fester Fahrplan ist, der nur so läuft,
sondern dass ihr euch das ganz offen lässt und gestaltet nach eurer Energie, dass ihr in euren Flow kommt. Und wir haben uns da auch ganz was ganz, ganz Tolles überlegt. Wir teilen das so ein bisschen auf. Ich werde einen gewissen Teil des Kurses übernehmen und die Sunny, und wir werden Yoga Flow mit reinbringen und haben uns auch überlegt, als Abschluss wird es eine lebendige, eine bewegte Affirmation für euch geben, dass das Ganze in euren Körper, in euren Geiste, in euren Äther reindringen darf, dass das bis auf Zellebene transformiert werden darf und dass das Ganze in einem Kreislauf in euren Flow, in euren Energiefluss kommen darf, sodass es nicht stockt und nur im Mind ist, im Verstand, im Kopf, denn Glaubenssätze können wir alle sprechen. Und wir wollen aber das Ganzheitliche mitnehmen, Körper, Geist und Seele, eine Balance reinbringen, wie ihr das für euch auch alltagstauglich anwenden könnt. Oder ganz oft hat man ja einfach keine Zeit und dann kann ich mal. Und wenn es ewig lange Programme sind und ich ein Stundenritual habe, ist es nicht immer umsetzbar. Und uns war es einfach auch wichtig, dass es leicht anzuwenden ist, dass man es in den Alltag super integrieren kann und dass es ein Impulsgeber für euch ist. Und da werden wir gemeinsam durch Daily Divine gehen. Wir werden schauen, wo steht ihr gerade, was ist sozusagen euer Ist-Zustand, was darf jetzt gesehen werden, und da gehen wir rein. Und da werden wir auch Meditation mit einbringen, verschiedene Techniken aus den Tools, die wir einfach auch können. Und die Kernmessage von Daily Divine ist wirklich, diese Nachricht zu erkennen, diese Information zu sehen, was gerade los ist, warum es gerade blockiert und wie ihr mit Daily Divine an euer Mindset, an euren Gedanken, an eurer körperlichen Verfassung auch in Einklang arbeiten könnt. Ja? Also wir werden da sehr stark in die Innenschau gehen. In der zweiten Woche, nachdem wir dann täglich, im besten Fall täglich Daily Divine angewendet haben, ist es natürlich auch euch überlassen. Und ganz wichtig, fühlt da rein, spürt da rein, könnt ihr euch das jeden Tag auftragen oder nur einen über einen anderen Tag. Wichtig ist, ihr seid alle individuell und der eine kann mehr und der andere vielleicht weniger. Hier gibt es keinen richtigen, kein falsch, sondern wir bestärken euch darin, euren Weg zu gehen. Mit einem Blast bewegen wir uns bei dem gesegneten Wesen, was die Sunny eben auch so schön gesagt hat. Ein Teil meiner Wurzeln kommt ja aus den Philippinen und da ist das alltäglich, God bless you. Immer wenn man kommt und als geht, God bless you, welcome, God bless you. Es gehört einfach dazu, diese Segnung. Und das haben wir vielleicht so ein bisschen vergessen. Und bevor du andere segnest, wie oft segnest du dich selbst? Ja, also es geht hier ganz stark um dich. Wo ist deine Gefühlswelt? Jetzt hast du aus der ersten Woche das Thema, im besten Falle das Thema mitgenommen. Ja, wenn du schon so weit bist, können wir da einen Schritt weitergehen. Ja, wie ist denn deine Sicht auf dich selbst? Wie siehst du dich und die Welt und die anderen? Ja, ganz oft ist es so, dass wir von außen Meinungen aufgepresst bekommen, konditioniert werden. Und auch hier wird wieder ein Teil des Human Designs Wissen mit einfließen, was es dir möglich machen kann, vielleicht auch mal anders auf die Dinge zu schauen. Und auch hier werden wir wieder in die Innenschau, in die Innenreflexion gehen und gucken, was gewandelt werden darf. Bist du wirklich 100% du? Ja? Oder gibt es eben Menschen in deinem Umfeld, die dir vielleicht gerade nicht so gut tun, weil du nicht 100% du sein kannst oder darfst? Und da werden wir einfach reflektieren. Und in der zweiten Woche da durchgehen, dass da Klärung reinkommt. Es geht nämlich darum, auch diese Gedanken zu klären. Wir bewegen uns in der zweiten Woche, dann, dass so ein bisschen das F-Menschen hochkommt, sagt, ja, nee, das geht aber nicht, das kannst du nicht machen. Bleib mal lieber in deiner Komfortzone, das ist nicht gut. Ne? Und dann haben wir wirklich dieses Gedankenkarussell, helle Wolke, dunkle Wolke, helle Wolke, dunkle Wolke. Und da versuchen wir, diese Wolke zu klären, sodass du auch, ihr werdet sehen, mit jeder Woche werdet ihr ein Stück aufrechter gehen. Ihr werdet ein Stück weit selbstbewusster werden, weil ihr euch intensiv mit euch selbst beschäftigt und euch die Zeit für euch selbst nehmt. Denn du stehst an erster Stelle, das ist ja mal ganz klar. Und das ist eine Erinnerung, die man hochholen darf, die wir immer wieder vergessen, weil wir so durch den Alltag rennen und durch das Leben und das Kollektiv gerade so viele Themen eh schon mitbringt. Nutzen wir jetzt den Herbst für die Innenschau und kehren uns ein bisschen zurück. Und in der dritten Woche
wenden wir I am Creative an. Und da geht es darum, so richtig in deine Power zu gehen, so richtig auf deinen Weg zu kommen, richtig dieses schöpfende Wesen zu werden, kreativ zu werden wieder, diese Leichtigkeit einziehen zu lassen. Und ganz wichtig, egal welcher Typ du bist, die Freude im Leben, die ist einfach wichtig, weil die macht es leichter, dir durchs Leben zu gehen. Es ist ein Unterschied, ob du durchs Leben läufst mit einer gewissen Schwere und zu viel Gedankenkarussell und zu viel hin und her und wie muss ich das machen, wie mache ich das und jetzt habe ich das und das und das und das. Wie wenn du immer mehr Stück für Stück in deinem Tempo, in dein Flow kommst, in dein Workflow kommst, in dein Work-Life-Balance kommst und somit dich auch leben kannst. Und wenn du auch weißt, wenn du ein Stück weit weißt, ja, genau so darf ich entscheiden, genau so darf ich sein, genau so darf ich handeln, denn genau das bin ich und das ist mein Gefühl dazu, um dieses Selbstbewusstsein auch in dir tragen zu können, dieses Selbstvertrauen, deinen Weg zu gehen, ohne dass ein anderer kommt und sagt, hey, ungefragt noch, du musst das so oder so machen. Und das alles werden wir miteinander kombinieren mit diesen drei Ölemischungen aus Divine Destiny, mit der Energie von der Sunny und von mir, mit Yoga, mit lebendigen Affirmationen, mit Selbstreflexion und mit ganz viel Innenschau. Ja. Wow. Und erzähl mir doch noch bitte, wie das Human Design da einfließt, weil ich bin ja so geflasht immer von diesem, von deinem Human Design Wissen und ich weiß ja, dass du auf Masterclass-Ebene unterwegs bist, aber die Sabrina hat versprochen, dass wir hier Human Design Basics auch bekommen, dass wir einfach uns besser verstehen, unsere Mitmenschen besser verstehen und natürlich dann auch besser umgehen können mit uns oder anderen Menschen, weil wir die einfach besser verstehen halt. Worauf können sich da die Teilnehmer freuen? Also ich habe mir überlegt, einfach und leicht klingt cool. Schwer, intensiv, die braucht jetzt erstmal keiner und lang. Das ist so meine Intention. Deswegen wird es so sein, in der ersten Woche werdet ihr so ein bisschen Basic-Wissen bekommen, nämlich wichtig ist, welcher Typ seid ihr? Und welche Entscheidungen könnt ihr treffen? Wie könnt ihr die treffen? Da werde ich ganz leicht hochgeholt für euch auch Infomaterial zur Verfügung haben, was ihr euch da rausschauen könnt. Die noch kein Human Design Wissen haben, die unterstütze ich dann natürlich, wie sie das ausrechnen können. Wir haben ja da noch eine Telegram-Gruppe. Da werde ich einen Link einstellen, wo ihr eure Chart berechnen könnt. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich da gerne jederzeit fragen. Und dann werde ich ein bisschen was zu diesem Typ und dieser Autorität, so nennt man das in diesem Fachjargon, mit einfließen lassen in der ersten Woche. Ob alles an dem Abend live kommt oder auch vielleicht nochmal in Häppchen im Nachgang der Telegram-Gruppe, das lasse ich mir ganz offen, denn ich liebe es, abwechslungsreich zu sein, flexibel, spontan und offen und mich da auch so ein bisschen hin und her hüpfen zu dürfen. Aber versprochen, ihr bekommt alles, was ihr dafür braucht, um euer Bestmögliches an Potenzial aus euch rausholen zu können. In der Kürze liegt die Würze, kann man auch sagen. Dann in der zweiten Woche werden wir uns eure Sicht auf die Welt und auf euch selbst so ein bisschen mit reinholen. Also das heißt, hier wird ein bisschen was aus den Variablen mit einfließen. Ich selber habe es mir zur Aufgabe gemacht, Expertin in den Variablen zu werden und bin da, glaube ich, auf einem ganz, ganz guten Weg dahin. Und bitte untertreib mal nicht so. Du bist Expertin. Die Sabrina ist ein bisschen tiefstaplerisch, ja? Ich bin eine der einzigen wenigen, die überhaupt variablen Kurse auf dem Niveau machen, ne? Ich übe mich noch immer im Annehmen, ja. Auch ich habe meine Challenges. Klar. Also ich wollte es nur mal klarstellen für euch, ne? Danke. Und in der dritten Woche schauen wir uns eure Motivation, eure wahre Motivation an. Ja, mit welcher Motivation, mit welchen Sichten geht ihr durchs Leben? Mit welcher Motivation wollt ihr schöpfen und kreieren? Und das habe ich mir überlegt, werde ich so gestalten, dass auch die, die keine Ahnung von Human Design haben oder die sagen, es interessiert mich einfach nicht, was damit anfangen können und vielleicht sagen, hey, ist ganz nice, irgendwie doch ganz cool. Oh, genau. Mega.
Also ich freue mich da schon megamäßig drauf, weil also wir verstehen uns einfach so viel besser und die Welt so viel besser und es wird alles so viel leichter und angenehmer. Von daher vielen, vielen Dank, Sabrina, für dieses Mega-Wissen, was wir bekommen. Und wie die Sabrina schon gesagt hat, wir runden das dann noch ab mit Yoga-Sessions, dass alles schön, was wir erarbeitet haben, auch ne, in, also durch alle Energieebenen, ne, durch, in alle Koshas sozusagen, geht durch spezielle Yoga-Übungen, Yoga-Sessions. Und unser Programm ist so aufgebaut, dass wir. Dass der Kurs praktisch läuft von 7. bis 21. November. Das sind 3 Wochen, 21 Tage, 7. bis 21. November. Die Calls werden immer montags abends sein. Und es gibt praktisch 3 Calls und montags von 20 Uhr bis 21:30 Uhr finden die Calls statt und da gibt es immer den Part, den die Sabrina übernimmt und zum Schluss gibt es dann immer noch eine Yoga-Session von mir. Ne? Und das ist einfach, und dann gehen wir ins Shavasana und beenden dann praktisch durch diese, in dieser Stille, in diesem Gechillten sozusagen. Also Shavasana ist die Endentspannung und dann sind wir dann richtig schön. Und können ins Bett gehen und sind wundervoll aufgestellt immer für die neue Woche. Das ist das, was wir euch anzubieten haben. Sabrina, habe ich irgendwas vergessen? Absolut. Also am 21. werden wir von 18 Uhr bis 19:30 Uhr live Ah sein, ja, damit ich live perfekt. dabei sein kann. Genau. Ja. Genau. Und wir haben am 2. November nochmal einen Infocall abends. Schauen wir mal. Also Genau. haben wir jetzt, wenn alles so passt, bleibt er stehen. Behalten wir uns aber auch hier vor, spontan ihn zu verlegen oder gar nicht zu machen. Das schauen wir jetzt einfach mal. Und ihr bekommt von mir, ich werde das Ganze auf einer Präsentationsslide euch präsentieren. Ihr könnt euch das dann auch gerne abfotografieren und schauen, wie ich euch das zusammenstelle, was ich euch dann als PDF zukommen lasse. Genau, entweder per E-Mail oder in der Telegram-Gruppe zum Runterziehen, zum Runterladen. Ja. Genau. Die 3 Wochen Kurs mit diesem geballten Wissen, wollt ihr jetzt wahrscheinlich wissen, was das kostet. Das kostet 69 Euro und für unsere Teammitglieder gibt es 30 Euro Rabatt, das heißt 39 Euro. Voraussetzung dafür ist das Set, dass wir damit arbeiten können und ich gebe euch mal alle Infos nochmal hier als Link in den Chat zu einer Seite, wo ihr euch nochmal alles anschauen könnt, euch informieren könnt. Und genau. Genau. Und unten auf der Seite, wenn ihr auf die Seite klickt, findet ihr oben nochmal die ganzen Informationen, was ihr bekommt, wann das ist. Und unten könnt ihr dann unter jetzt direkt anmelden, kommt ihr auf die Eventbrite-Seite und da könnt ihr dann praktisch auf Tickets gehen und bei Werbecode eingeben. Für die, die bei uns im Team sind, gebt ihr dann bitte Team ein mit großem T und dann bekommt ihr die 30 Euro Rabatt. Genau. Genau, die Aufzeichnung. Wir werden auch alles aufzeichnen für diejenigen unter euch, die nicht live dabei sein können oder auch im Nachgang. Es werden einige dabei sein, die sich das vielleicht immer mal wieder auch anschauen wollen, um da Stück für sich voranzukommen, werden wir in der Telegram-Gruppe einstellen. Genau. Ja, wunderbar. Dann Habt werden ihr wir noch? gleich noch mal fragen, aber ich Genau. stoppe schon mal die Aufzeichnung. Genau. Danke, ihr Lieben, auf jeden Fall fürs Zuhören und dass ihr da seid. Und vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auf die gemeinsame Reise. Dankeschön.